Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die Zusammenarbeit zwischen Rich Energy und dem Haas F1 Team ist gestern offiziell beendet worden. Für beide Seiten sei es die beste Entscheidung gewesen. Obwohl die Partnerschaft eigentlich mehrere Jahre hätte dauern sollen, ist sie nach einem Dreivierteljahr wieder vorbei. Der Energy Drink Hersteller hätte auch mit anderen Formel 1 Teams wie Williams, McLaren oder Racing Point kooperieren können. Die finale Entscheidung hätte eigentlich in anderthalb Wochen vor dem Singapur Grand Prix fallen sollen. Der VF19 wird weiterhin in der goldschwarzen Lackierung an den Start gehen. Bei den letzten beiden Grand Prix hat die Scuderia kleinere Updates an Front- und Heckflügel mitgebracht, sowie Änderungen am Fahrgestell. Die Ferrari-Ingenieure wollen den Reifenverschleiß am SF90 minimieren und haben mit der Arbeit am dritten Element der Vorderradaufhängung begonnen. Des Weiteren wollen die Italiener die Konkurrentenlücke schließen und bringen für Strecken wie zum Beispiel Singapur ein spezielles High-Downforce-Package. Das wurde auch für Ungarn und Monaco entwickelt. Charles Leclerc hat nicht nur die letzten beiden Grand Prix gewonnen, sondern ist auch mit 21 Jahren, 10 Monaten und 13 Tagen der jüngste Back-to-Back-Gewinner der Formel-1-Geschichte. Damit hat er Bose McLarens Rekord geknackt. Er war Rekordhalter mit 22 Jahren, 5 Monaten und 8 Tagen. Angesichts dessen ist das italienische Traditionsteam am Überlegen, ob sie den bis 2022 bestehenden Vertrag des Monegassen vorzeitig um 2 weitere Jahre verlängern. Das bedeutet auch, dass der 21-Jährige dann pro Jahr 9 Millionen Dollar verdienen würde. Aktuell steht sein Gehalt bei 3 Millionen Dollar pro Jahr. Kommen wir zu Mikes Meinung. Dass es zwischen Haas und Rich Energy jetzt vorbei ist, überrascht mich nicht. Bereits vor Wochen war mir klar, dass das nicht mehr lange halten wird. Hoffen wir mal, dass diese Updates bei Ferrari auch in Singapur funktionieren. Zwar ist dieser Kurs eine Strecke mit sehr viel Abtrieb und würde eher Red Bull liegen, aber warten wir mal die Trainingsergebnisse ab. Ganz ehrlich, sollte es so kommen, hat Leclerc sich das wirklich verdient und ich würde es ihm von Herzen gönnen. Und nun ab zum Community-Kommentar. Axel Zahn LP hat folgenden Kommentar unter mein Startplatzstrafen-Video geschrieben. LEDs in den Felgen? Da müssten sich ja die LEDs mitdrehen, oder? Welche Infos sollen denn da angezeigt werden, wenn das Ding mit ein paar tausend Umdrehungen pro Minute dreht? Außerdem ist das nur sinnloses Gewicht in den Felgen. Meine Meinung zu dem Thema. Also ich denke nicht, dass sich die Infos drehen, weil es sonst ja absolut nicht lesbar ist. Zum Thema sinnloses Gewicht wären es meiner Meinung nach nur wenige 100 Gramm. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass es wirklich sehr merkwürdig aussieht, oder? Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wenn auch kein Abonnent dieses Kanals ist, abonniert diesen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.